Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Olli fährt. Heute wird es ein kleines bisschen morbide, aber macht euch keine Sorgen, es ist keiner verstorben. Aber wir haben hier einen ehemaligen oder auch genannt Leichenwagen, einen Cadillac von 1974 mit einem V8 Motor, 7,7 Liter, 220 PS. Ihr seht, das Ding ist ein bisschen länger, nämlich genau 6,50 Meter lang. Und die Amerikaner sagen dazu Hearse. Als kleine Info am Rande, wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, warum hier hinten diese S-Markierung dran ist, das ist das sogenannte Landau-S. Das war früher bei Cabriolets so, dass man dann den hinteren Bereich des Fahrzeuges praktisch aufmachen konnte. Das haben die als Designelement jetzt so übernommen und findet sich deswegen auch heute noch an diesen Fahrzeugen. Okay, was uns am meisten interessiert, wie passt man mit 2 Meter viel in dieses Fahrzeug? Schauen wir einfach mal rein. Beim Einstieg sollte es eigentlich keine Probleme geben, denn wir haben eine relativ große Tür. Und durch das extrem hohe Dach haben wir also hier kein Problem beim Einstieg. Sitzposition, sagen wir gleich noch was dazu. Hinten werden wir jetzt heute mal aus Pietätsgründen keinen Platz nehmen, aber wie ihr seht, Platz wäre erstmal genug. Platz genommen im Superior Cadillac. Superior ist die Firma, die dann diese Umbauten gemacht hat. Wie ihr seht, mit den langen Haxen hat man hier erstmal gar kein Problem. Wir fangen wieder auf der linken Seite an, haben hier den Hebel zum Öffnen der Tür. Witzigerweise zieht man den also nach oben, nicht zur Seite. Ein Fensterheber, eine Spiegelverstellung, die hier leider nicht vorhanden ist. Einen Lichtschalter, die Bedienungseinrichtung für die Scheibenwischer. Und hier unten die Klimakontrolle. Hier kann ich also dementsprechend alles so einstellen, wie ich haben möchte. Dann haben wir hier einen kleinen Hebel für den Blinker, dann das Armaturenanzeige hier mit der Geschwindigkeitsanzeige, Blinker links, rechts, ansonsten unten noch die entsprechende Fahrstufenanzeige, dann hier bei den amerikanischen Fahrzeugen typisch die Warnblinkanlage, Zündschloss und der Wahlhebel für die Schaltung, eine automatische Antenne und ein schönes originales Radio. Ja, ansonsten eine Dreiersitzbank vorne und der entsprechende Blick nach hinten. Da ist viel Platz, da ist viel Raum. Aber da möchte man natürlich liegend nicht mitfahren. Was gibt es ansonsten noch zu sagen, wenn ihr da vorne mal über die unheimlich lange Motorhaube schaut, gibt es dort einen kleinen, wie sagt man, eine kleine Anzeige mit mehreren verschiedenen Farben. Also ist schon ein bisschen technische Raffi-Tücke in diesem Fahrzeug verbaut. Klar, Cadillac. In Deutschland nimmt man ja vorzugsweise auch als Leichenwagen entsprechend hochklassige Fahrzeuge. Das ist in Amerika natürlich genauso. Ja, ansonsten gibt es hier weiter nicht viel zu sehen. Gut, dann werden wir mal eine kleine Runde drehen und mal gucken, wie sich dieses Fahrzeug so verhält im öffentlichen Straßenverkehr. Fahren wir los mit dem langen Gerät. Einmal die übliche Teststrecke auf Tauglichkeitsprüfen.
die übliche Teststrecke das Fahrzeug mal auf Tauglichkeit prüfen. Ja, ein Beschleunigungswunder brauchen wir hier nicht erwarten. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Fahrzeuginsassen das in der Regel auch nicht eilig haben. Das muss man natürlich mögen. Und eine kleine Anekdote am Rande, die ich mal gehört habe. Wenn man sich so ein Fahrzeug kauft oder aus Amerika importiert, sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass es eine Unbedenklichkeitsbescheinigung hat. Respektive diese muss man dann hier in Deutschland noch mal extra machen, weil ja hier sozusagen Leichenteile transportiert wurden. Und damit das dann in den zivilen Verkehr wieder übertragen werden kann oder in eine zivile Verwendung übertragen werden kann, bedarf es also wieder einer Art Neuzulassung bzw. Berechtigungsüberschreibung, wie man das auch immer nennen will. Ist auf jeden Fall mit Extrakosten verbunden. Wenn das Fahrzeug schon mal privat zugelassen war, dann hat es diese Bescheinigung, dann braucht man da natürlich nicht mehr drauf achten. Die Servolenkung ist extrem leichtgängig, Bremsen sind ziemlich gutmütig, Beschleunigungswerte sind ausreichend, auch vom Platz her bin ich jetzt hier echt überrascht. Die Übersicht ist natürlich durch die hohen Scheiben extremst gut gegeben. Da brauche ich keine 4 Meter hinter der Ampel stehen zu bleiben. Da kann ich bis an die Haltelinie ranfahren und sehe trotzdem noch, ob die Ampel grün oder rot ist. Das ist schon mal ein super Pluspunkt. Und wenn man was zu transportieren hat, denke ich mal, ist das auch das Fahrzeug der Wahl. Fahrwerk, ja, gewohnt weich, würde ich sagen, aber die Lenkung, wie gesagt, obwohl sie sehr leichtgängig ist, bleibt der Wagen doch relativ gut in der Spur. Werden wir mal gleich sehen, wenn wir kurz auf die als Rennstrecke, als Autobahn getarnte Landstraße fahren, wie sich das dann dort darstellt. Für die, die es interessiert, über Verbrauch wird heute auch nicht geredet. Ich denke mal, zwischen 22 und 30 Litern ist je nach Fahrweise hier alles möglich. Und das sollte man auch vorher wissen, bevor man sich so ein Fahrzeug anschafft. Da darf es dann auf den ein oder anderen Liter an der Tankstelle nicht ankommen. Taucht schon ganz schön ein über die Vorderachse. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, wenn man straffere Fahrwerke von modernen Autos gewöhnt ist. Badewanne. Seitenführung. Seitenführungshalt auf den Sitzen ist natürlich überhaupt nicht gegeben. Aber die Beschleunigung total ausreichend, sind jetzt bei 100 km/h angekommen, 110 vielleicht. Ich denke mal, das ist auch so die optimale Reisegeschwindigkeit zwischen 100 und 110 km/h. Schneller braucht man dann eh nicht fahren, gibt dann nur Stress. Jetzt bin ich gleich mal gespannt beim Anbremsen. Und dann werden wir mal versuchen, bei der Ausfahrt das Fahrzeug ein wenig zügiger durch die Kurve zu bewegen. Ja, da guckt der Kollege. Das hat man natürlich hier inklusive, wenn man mit so einem Fahrzeug unterwegs ist. Man ist auf jeden Fall ein Hingucker. So, latschen wir mal rein in den Koffer. Okay, da bedarf es schon etwas mehr Kraft im Oberschenkel. Ich werde mal noch mal reinschreiben,
was die Karre wiegt. Aber die will dann erstmal gebremst werden. Aber in der Kurve verhält sich das alles recht friedlich. Wenn man sich erstmal an die Außenmaße gewöhnt hat, kann man das Ding bestimmt easy im Alltag bewegen. Vielleicht nicht gerade in Berlin Mitte, aber also allein schon wegen den Parkplätzen. Aber ansonsten ein durchaus alltagstaugliches Fahrzeug, wie ich finde. Wenn man es denn ein wenig größer mag. Und größer ist ja eigentlich immer gut. Gut, liebe Leute, das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Denkt immer dran, abonnieren, teilen, liken, kommentieren. Irgendwie stagnieren meine Abozahlen. Also klickt auf den Abonnieren-Button, der ist völlig kostenlos und bedeutet für euch keinerlei... Nee, das ist doof gesagt. Klickt auf den kostenlosen Abonnement-Button. Klickt auf den für euch kostenlosen Abo-Button und auch die Glocke an, dann kriegt ihr immer eine kleine Info, wenn es wieder Neues gibt. Und dann schaltet auch beim nächsten Mal gerne ein, wenn es wieder heißt, Olli fährt, und dann schauen wir mal, mit wem, mit was oder wohin Olli dann als nächstes fährt. Also dann, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.